Hallo zusammen, heute bin ich durch die Werkstatt gelaufen und da sind sie im Kühlschränke machen. Machen wir den ganzen Tag, wir machen ja nichts anderes. Aber es muss schon richtig große Wohnmobile geben. Und zwar ein Auftrag, zwei solche Kühlschränke übereinander, einer daneben und drunter ein Tiefkühler. Also 3x 130 Liter Kühlschrank. Und einmal 110 Liter Tiefkühler. Das ist ein Kühlschrank, den Tiefkühler verlinke ich euch. Aber es geht gar nicht darum, das ist einfach leerer Kühlschrank ohne irgendwelche Technik. Aber wir drehen das Teil um. Diese vier Kühlgeräte, die dann schlussendlich ein Kühlgerät geben, haben vier Kompressoren. Ich habe hier ein Digitalthermostaten. Ihr seht, wie viel Kabel das ist. Das ist das Kühlaggregat für diesen Kühlschrank und hier hat es 10 Meter Kälteleitung. Ist kein Problem, kann man bei uns bestellen. Ist sogar Standardartikel, nur selten mit 10 Meter, weil das Kühlaggregat muss jetzt 10 Meter vom Kühlschrank weg montiert werden. Gut, wir machen nur den Kühlschrank, montieren tut ein anderer. Aber hier habe ich wirklich selten drei Kühlschränke, ein Tiefkühler, gesamthaft 300 Liter Volumen und die Kühlleitungen sind 10 Meter lang, das eine ist ein bisschen mehr, bis zum, ich weiß nicht, die kommen irgendwo im Kofferraum und vorne beim Fahrerhaus nur 10 Meter Wohnmobil. Und 10 Meter Wohnmobil brauche ich keine 10 Meter Leitung. Ich sage euch nicht, was das für ein Wohnmobil ist, aber kein Lärm, nichts, die Kühlmaschine extern. Digitale Temperaturanzeige, 300 Liter Kühlschrank, 110 Liter Tiefkühler, ja, 106F, zeige ich euch noch das Tippenschild. Hier ist Tippenschild 106F, hier seht ihr das Produktionsnummer, der Monat und das Jahr. Der steht schon Monat. Der Auftrag ist schon Monat alt. So ein Wohnmobil baut man nicht von einem Tag auf den anderen. Ja, die gehen wahrscheinlich Ende Woche raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ihr könnt mir mal ein Abo dalassen, dann bringe ich auch so komische Sachen, was zwischendrin bei uns hergestellt wird. Ich wünsche euch einen schönen Tag.